Liebe Gemeinde im Netz, wir befinden uns heute an einem der Aussichtspunkte des sogenannten Terroir F. Terroir F, das sind Punkte über dem Main rund um Würzburg, wo wir die Kulturlandschaft Unterfrankens kennenlernen. Hier wird erinnert an Walter von der Vogelweide, der in Würzburg begraben sein soll, aber natürlich auch hier inmitten der Weinberge an die prägende Kraft des Weinbaus seit annähernd 2000 Jahren in dieser Region. Und so ähnlich wie wir heute hier oben stehen und den Blick auf die Stadt Würzburg schweifen lassen können, so ist es dem Paulus ergangen, als er Athen besucht hat. Da stand er auf dem Areopag, dem Areshügel, mit Blick auf die Stadt, unter ihm diese quirlige, lebendige Stadt, Mittelpunkt des geistigen Lebens im Römischen Reich, und war aufgefordert worden, etwas über seinen Glauben zu sagen. Ein Sprung in eine andere Kulturwelt, die er plötzlich tun müsste. Und da holt Paulus weit aus. Er erzählt den Athenern von Anbeginn der Welt über die Geschichte Jesu Christi, über die Auferstehung bis zum Ende aller Zeiten. Das können Sie in der Apostelgeschichte im 17. Kapitel nachlesen. Das ist, liebe Gemeinde im Netz, einer der spannendsten Momente in der Geschichte des jungen Christentums. Denn in Athen muss der Paulus von jetzt auf gleich entscheiden, kann ich mich bei Menschen verständlich machen, die noch nie etwas von Gott gehört haben. Nicht von dem Gott Abrahams, Jakobs und Isaaks, dem Gott des David und der Ruth, dem Vater Jesu Christi. Und davor gespannt ist noch eine ganz andere Frage. Soll ich das überhaupt tun? Schließlich waren die Athener bestens religiös versorgt. Die Stadt war voller Tempel und Kultstätten und allenthalben gab es Philosophenschulen, die über die Frage des richtigen Lebens nachdachten. Bisher hatte sich Paulus bei seinen Reisen von Synagoge zu Synagoge gehangelt, hatte dort das Evangelium von Jesus Christus verbreitet und konnte immer davon ausgehen, die mir zuhören, die haben eine Ahnung von der Geschichte des Gottes Israels. In Athen war das anders. Die Menschen, die ihm dort zuhörten, sind sehr weit weg von seinen Glaubenserfahrungen. Sie kennen und verehren Götter, aber diese Götter sind nicht der Gott Israels. Diese Götter sind vor allem an nichts gebunden. Sie tun und lassen, was sie wollen. Sie hegen auch keine besondere Liebe für die Menschen. Von ihnen erwarten sie Ehrfurcht und Opfer. Allen andernfalls schaden sie ihnen. Vor allem unterliegen diese Götter überhaupt gar keiner Moral. Sie sind nicht gut oder böse. Sie sind einfach nur mächtig. An ihnen kann man sich nicht orientieren, wenn man sich fragt, was ist ein gutes Leben? Was soll ich tun? Wonach sollen wir vor allem streben? Was macht mein Leben sinnvoll? Wie sollen wir in Gemeinschaft leben? Und weil der Glaube an die Götter alles dieses nicht beantwortete, waren in Athen Philosophenschulen entstanden. Die stellten diese Überlegungen an. Was ist das höchste Gut? Wofür lohnt es sich zu leben? Ist das Leben mehr als das, was wir vor Augen haben? Und bis heute haben diese damaligen klugen Leute in Athen unser ganzes Denken geprägt. Und nun muss sich Paulus entscheiden. Kann die christliche Botschaft Menschen ansprechen, die nichts, aber auch gar nichts vom Gott der Bibel wissen? Können diese gebildeten Menschen, die gewohnt sind, über wichtige Fragen tiefgründig nachzudenken, mit der Botschaft eines Zimmermannssohns aus Galiläa etwas anfangen? Als Paulus das bejaht, ja, es ist richtig, sie mit dem Gott Israels bekannt zu machen. Ja, ein Leben in der Nachfolge Christi kann mehr Bedeutung haben, als sich einer Richtung einer Philosophenschule anzuschließen. Als er das bejaht, ist aus dem Christentum eine Weltreligion geworden. Eine Religion, die sich zutraut, Menschen in allen Kulturräumen der Welt etwas zu geben. Eine Religion, die sich in den Glauben und das Fühlen und das Denken aller Menschen auf der Erde übersetzen lässt. Eine Religion, die universal ist. Eine Religion, die das gemeinsame Gut aller Menschen sein soll und nicht nur das einiger weniger. Auf dem Areopag, dem Areshügel in Athen, ist die Weltreligion Christentum geboren worden. Was aber hat Paulus in dem Moment,
als er sprechen sollte, entdeckt. Paulus, dem mit Sicherheit von Kindheit an griechische, römische, syrische, ägyptische Kulte und die verschiedenen Philosophenschulen begegnet waren und der sich als schriftgelehrter Jude ganz gewiss viele Gedanken über diese anderen Glaubensformen gemacht hatte. Paulus hat entdeckt, der christliche Glaube kann die eine große Erzählung anbieten. Die eine große Erzählung, die von der Schöpfung der Welt bis zum Ende der Welt einen Bogen spannt. Der christliche Glaube beantwortet in seiner großen Erzählung die Frage nach dem Sinn des Lebens. Die große Erzählung des Christentums greift auf, dass es Leiden und Furcht gibt, aber auch Liebe und Hoffnung. Die große Erzählung des Christentums trennt nicht den Glauben an Gott oder an Götter und die Frage nach dem richtigen Leben, so wie das die Athener damals taten. Das eine geht aus dem anderen bei Christus hervor. Und noch bevor es ein Glaubensbekenntnis gab, wie wir es heute beten, und bevor irgendeine Art von organisierter Kirche bestand, da hat Paulus intuitiv erkannt, das, was der christliche Glaube mehr zu bieten hat als alle anderen geistigen Strömungen und Kulte, das ist die eine große Erzählung. Die Erzählung vom Anbeginn der Zeit bis zum Ende der Welt und darüber hinaus. Die Erzählung von Tod und Leben, Schuld und Vergebung. Die Erzählung vom Zorn Gottes und seiner Liebe. Die Erzählung, wie Gottes Güte in Jesus Christus Mensch geworden ist. Die Erzählung, wie dieser Mensch mit den Menschen litt und wie Gott ihn in sein göttliches Leben auferweckt hat. Die Erzählung eines göttlichen Geistes, der in allem wirksam werden kann. Die Erzählung, dass da nicht mehr Mann und Frau, Freier und Sklave, Jude oder Heide sind, sondern du und ich gleichwürdig, gleich erwählt. Die große Erzählung des Christentums umspannt den Kosmos und die Welt. Sie schließt Wissen und Verstehen ein, Glauben und Fühlen. Sie zeigt mir einen Platz in der Welt und sagt mir, dein Leben hat einen Sinn. Die Athener und Athenerinnen, die hat das damals in der Mehrzahl kalt gelassen. Mehr oder weniger deutlich haben sie Paulus fühlen lassen, das überzeugt uns noch nicht. Nur zwei Menschen, Dionysius und Danaris, wollten mehr erfahren. Aber von da an war die Überzeugung in der Welt, dass die große Erzählung allen gilt. Wie gewaltig diese große Erzählung ist, ist uns oftmals gar nicht klar, weil es uns so selbstverständlich erscheint, dass wir uns damit befassen. Wo komme ich her? Was kann ich glauben? Worauf setze ich meine Hoffnung? Was gibt meinem Leben Sinn? Was soll ich tun? Wie sollen wir leben? Wie wichtig ist der Einzelne? Wie wichtig die Gemeinschaft? Wie begegnet mir Gott? Was tut er für mich? Was kann ich für ihn tun? Die große Erzählung des Christentums spannt einen weiten Rahmen. Und in diesem Rahmen beantwortet jeder diese Fragen eine Nuance anders. Wir sind keine gleichgeschaltete Gruppe, aber wir beziehen uns auf dieselben Schriften, dieselbe Tradition, dieselben Erfahrungen und so bewegen wir uns gemeinsam vorwärts. Auch das gehört zur großen Erzählung des Christentums. Wir bilden eine Gemeinschaft. Diese große Erzählung des Christentums ist in der Neuzeit immer wieder heftig in Frage gestellt worden. Das ist grundsätzlich gut so, denn als die Athener damals offen ausgesprochen haben, das und das können wir dir nicht recht glauben, Paulus. Da musste sich der christliche Glaube einige hundert Jahre lang ganz bewusst mit der Art und Weise, wie Griechen denken, auseinandersetzen. Und das war nicht anders als unsere germanischen Vorfahren. Christen und Christinnen wurden oder als der christliche Glaube in Ostasien oder Afrika Fuß fasste oder wenn heute in Europa immer mehr Menschen von sich sagen, dass sie ohne jede Religion leben wollen. Immer müssen wir uns fragen, was bringt die große Erzählung des Christentums für die griechischen Philosophen, die germanischen Bauern, die ostasiatischen Kulturen oder die Völker Afrikas oder für das scheinbar heute religionsmüde Europa? Ich bin da übrigens gar nicht verlegen. Warum? Dreimal hat man in Europa versucht, mit einer anderen großen Erzählung das Christentum zu verdrängen und keine davon hat den Menschen gut getan. Wie eine Schwester des Christentums mutete zunächst der Kommunismus an. Und tatsächlich wiederholte der Kommunismus einige Partien der großen Erzählung des Christentums. Von der Gleichheit aller Menschen, von der Solidarität, von der Gerechtigkeit und
dass die Geschichte ein Ziel hat. Die große Geschichte des Kommunismus aber, die große Erzählung des Kommunismus aber, die mutete immer vielen hohl an, weil alles auf die materielle Welt ausgerichtet war. Und Wärme und Mitgefühl und die Sehnsucht des Glaubens neben Produktionszielen und Planerfüllungen keinen Platz hatten. Und dann war ganz und gar verbrecherisch die große Erzählung des Nationalsozialismus, eine Welt, die auf Hass und Verachtung gegründet war. Ja, der Nationalsozialismus versuchte dem Einzelnen seinen Sinn in der Volksgemeinschaft zuzuweisen, aber er verlangte die Unterordnung aller und betrieb die Auslöschung derer, die aus seiner Sicht nicht zur Volksgemeinschaft gehören durften. Und noch sehr wirkkräftig wirkt die dritte große Erzählung, die des Kapitalismus. Dein Sinn besteht darin, dass du leistest, dass du konsumierst, kaufe, raffe, verschwende, wirf weg, kaufe neu, du bist dann jemand. Das ist bei genauer Betrachtung eine hohle große Erzählung. Aber sie hat großen Zulauf erfahren. Sogar das zum Schein immer noch kommunistische China richtet sich nach dieser kapitalistischen großen Erzählung aus. Aber die große Erzählung des Kapitalismus vernichtet die Lebensgrundlagen, auf die er selbst auch angewiesen ist. Unsere Umwelt, an der wir schädlichen Raubbau treiben. Wenn ich mir die großen Erzählungen der Neuzeit anschaue, dann haben die Christen nicht den geringsten Grund, sich ihrer großen Erzählung zu schämen. Sie ist eine Erzählung, die Menschen und Gesellschaften in die Zukunft tragen kann. Sie geht so, du hast einen unendlichen Wert, weil Gott dich schon angesehen hat, bevor du geboren wurdest. Dein Leben läuft einem Ziel entgegen, das größer ist als alles, was Menschen sich ausdenken können. Nämlich einem Leben, das in Gott ganz und gar Erfüllung finden wird. Du leidest und hast Schmerzen. Und das ist Gott selbst nicht fremd, weil er in Christus den Schmerz der Welt kennengelernt hat. Du machst Fehler und manches ist nicht mehr gut zu machen. Aber du weißt, dass es Verzeihung und Versöhnung gibt. Du kannst alles wissen, alles fragen und erforschen und weißt doch, dass unser Wissen Stückwerk bleibt. Es macht dich zu Recht stolz, dass dein Geist nicht untätig ist und deine Hand etwas schafft, aber du bleibst auch fröhlich in deiner Demut, weil du nicht Gott werden kannst. Du sollst allen Menschen mit Liebe und Achtung begegnen und immer sollst du dir klar machen, dass sie alle nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Gott der Vater, der dich erschaffen hat. Gott der Sohn, der dich erlöst hat. Gott der Heilige Geist, der dich ins neue Leben mit Gott berufen hat, sind deine Begleiter heute und an allen Tagen deines Lebens. Die große Erzählung des Christentums wird nichts von ihrer Kraft verlieren. Dazu sage ich Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.